Hallo und herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations mit dem DLC Gezeiten der Habgier. Ich bin eben so ein bisschen hier rumgeflogen und habe eine Teuta gefunden und dachte, wir könnten die doch mal ein bisschen beobachten und könnten sie vielleicht in ihrer natürlichen Umgebung mal ein wenig dabei beobachten, wie sie denn ihren Job macht, weil das interessiert mich tatsächlich wahnsinnig. Ja, was dieses Schiff eigentlich wie macht. Von daher dachte ich, wir beobachten die mal ein wenig. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was sie vorhat oder wo sie hin will. Im Moment steht beim Scannen einfach nur fliegen. Und das tut sie auch gerade. Und ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht hört sie ja irgendwann auf zu fliegen und macht ihren Job. Das sieht schon cool aus, das Schiffchen, ne? Wahnsinn. Ja, weil hier sind ja einige Wracks. Und von daher wird sie vielleicht irgendwann mal anfangen, eins zu zerlegen. Und dabei würde ich echt wahnsinnig gerne zugucken. Das Schiff sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Was hast du denn jetzt vor? Guck mal, hier sind ganz viele Wracks. Hier kannst du doch ganz toll arbeiten. Wrack, Wrack, Wrack. Wrack, Wrack, Wrack. Wrack, Wrack. Sag. Da kannst du doch mal ein bisschen was holen. Oder nicht? Na, ich bin gespannt. Ich beobachte noch ein Weilchen und wenn sich was tut, dann melde ich mich zurück. So, sie ist jetzt stehen geblieben und ja, wir können jetzt ganz genau beobachten, wie sie quasi hier ja den Schrott abbaut und hinterlässt quasi diese Schrottwürfel und diese Schrottwürfel, die werden dann von den Manticores aufgesammelt. Also hier können wir es mal ganz gut sehen. Die kleinen Drohnen bauen quasi die großen Wracks ab und hier hinten. Hier sind auch noch welche. Ja, ist das noch eine? Ach, hier sind gleich zwei Teutas. Ja, nice. Wrack. Ein Wrack, okay. Ja, und hier hinten kann man dann sehen, kommt quasi immer mal wieder ein Schrottwürfel hier hinten raus, quasi wenn das alles verarbeitet ist. Was ist das? Veles, Verteidiger. Okay. Komisch aus. Also wenn der ganze Schrott quasi einmal verarbeitet ist und wahrscheinlich die Füllmenge erreicht hat, kann man das irgendwie sehen? Ne, da! Jetzt, jetzt, jetzt! Jawollo! Tschuck! Nice! Oh, ich finde das voll cool, ey! Das macht mir doch wieder Spaß! Diese Detailverliebtheit! Schrottwürfel, Schrottwürfel! Ja, und die Schrottwürfel werden dann von den Manticores quasi entsorgt. Also die Teutas sind scheinbar wirklich nur zum Zerlegen des Schrotts da, aber nichts sonst. Also sie hinterlassen hier die Schrottwürfel und die Manticores müssen die dann einsammeln. Sehr, sehr nice. Jetzt haben wir da unten noch eine. Die arbeitet da dran. Da haben wir auch schon wieder Schrottwürfel. Nee, die arbeitet hier dran. Genau, die arbeitet hier dran und unsere arbeitet hier oben dran. Schon sehr cool. Hat's mal einen Moment gehangen. Sehr, sehr nice. Mega. Das ist so cool. Wie die kleinen Drohnen dann davon rauskommen. Wo kommen die? Da. Ah, da hinten. Hier unten. So, so. Oh, ich will euch nicht behindern. Ich bin halt so neugierig. Sehr cool. Ein sehr, sehr geiles Schiff. Oh, dann wird das quasi hier verschrottet.
werden dann als Schrottwürfel entsorgt. Und Schrottwürfel kommen dann auch in die Schrottsammler. Wupp, nächster. Hock. Also das finde ich schon richtig, richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Und dass man die hier auch so schön beobachten kann bei ihrem Job. Oh, das ist aber bald abgebaut hier. Also die sollte bald fertig sein. Ja, das hat schon was. Das ist schon wirklich, wirklich cool gemacht. Und wie gesagt, die Teuter an sich gibt es tatsächlich ausschließlich mit dem DLC Gezeiten der Habgier. Und ja, ich bin mal gespannt. Sehr, sehr cool. Die haben aber hier noch einiges zu tun, ey. Junge, Junge, Junge. Hier fleucht noch einiges rum an Schrott tatsächlich. Also arbeitslos werden sie so schnell nicht. Denn sie hat da auch schon jetzt insgesamt 5 Würfel in der kurzen Zeit, wo ich so beobachte. Schick, schick. Ja. Ich dachte, das zeige ich euch einfach mal, weil sowas finde ich einfach wahnsinnig cool. Diese Detailverliebtheit, die hier wieder an den Tag kommt von Egosoft. Und ja, mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, dazu zu gucken. Ich weiß nicht warum. Ich würde das natürlich auch gerne mal selbst versuchen. Die Frage ist, ob das geht, müsste man mal ausprobieren. Und ja, mal schauen. Aber ich denke schon, dass man das dann auch selbst machen kann. Als eigenständiger Captain. Ja, also die ist jetzt fertig. Die macht sich jetzt auf zum nächsten Frack. Cool. Dann würde ich sagen, wenn euch der kleine Einblick gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video vom neuen DLC. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.